So Leute, da bin ich wieder. Euer HD Honigmelone. Und zwar möchte ich ein ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Landsmann BH Fanaticus 1 schicken. Ein sehr, sehr großes Dankeschön. Ich habe gerade gedacht, der ist ein Itemshopper, gerade eben noch und so, weil ich gerade gesehen habe, boah, Equipment und so. Und dabei habe ich gemerkt, ich habe auf den Namen gar nicht geachtet. Und dann habe ich den Namen halt gesehen und da habe ich gelesen, BH Fanaticus 1. Da wusste ich sofort Bescheid, der kommt auch aus Bosnien und vielen Dank an ihn, denn er hat mir das hier geschenkt. Ein Mönchsplattenpanzer plus 6 und 41k, damit ich 50k habe. Vielen Dank erstmal, das ist erstmal wirklich eine tolle Spende zu Anfang. Und ja, dann schicke ich ihm mal ein paar Herzchen rüber und bedanke mich auch bei ihm. Und wie ihr seht, schreibe ich gerade mit denen auf meine Sprache, auf jeden Fall unwichtig. Alles klar, dann bedanke ich mich nochmal ganz groß und ganz, ganz herzlich bei ihm. Wunderbar. Ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Ich chill jetzt noch erstmal ein bisschen hier mit BH Fanaticus und so. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Jupp, und da bin ich wieder. Eure HD Honigmelone mit der Doppel-D. Yeah. Ja, leveln wir einfach mal ein bisschen weiter. Und ich habe mich ja gerade eben schon, wie ihr gesehen habt, ganz herzlich nochmal bedankt bei BH Fanaticus. Weil so eine Spende zu Anfang, echt wow, sehr dankbar. Und wie ihr seht, geht das alles jetzt viel leichter von der Hand hier auch. Auch zum Glück haben wir halt Schlachtschild und traditioneller Helm auch auf plus 4 gezogen. Und ja, wunderbar. Dann leveln wir hier mal einfach ein bisschen, bis wir auf Level 12 kommen, damit wir auch dann die nächste Level-Auftragsquest machen können. Am besten leveln wir hier bei diesen mutlosen Jungs und so. Dieses, wobei die Level 26 ist, bin mir nicht sicher. Ich hoffe, es klappt. Ja, doch, locker. Und ich habe, achtet mal auf die Prozentzahl, ich habe 56,19% und 64,80. Seht ihr es? Ja, wunderbar. Also, die geben echt massig viel Prozent. Nur das Problem ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, packe ich die weißen Tiger? Weil die werden mich dann aggro angreifen. Und die braunen Bären auch. Nein, lauf! Und da sind wir halt wieder gestorben, ne? Aber gehört auch dazu. Man kann ja nicht immer alles haben. Also ich würde gerne bei dem weißen Eid leveln. Nur das Ding ist halt, kann man hier runter? Ja, kann man. Das Ding ist halt, diese weißen Tiger hier, wie ihr seht, rennen einem die ganze Zeit hinterher. Und ich laufe jetzt mal weg, weil ich will keinen Stress mit denen. Nein, nein, die ziehen einfach zu viel. Keine Chance. Ich wollte gerade einfach mal was testen. Wie ihr seht, ich hatte gerade 64, 9% und jetzt habe ich nur noch 60,8, weil ich gestorben war. Seht ihr, wie schnell das gehen kann? Und dann bekommen mal diese 4% mal eben so wieder. So leicht ist das Ganze alles nicht, aber wir schaffen das schon. Wir halten Stand. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich wirklich, wie nochmal muss ich sagen, halt für den Anfang echt mehr als zufrieden bin. Dafür, dass wir wirklich von null angefangen haben. Wir haben ja wirklich nichts gehabt. Jetzt haben wir schon die erste Rüstung auf plus 6 und man bräuchte halt auf 4 plus 7 bräuchte man halt ab Items. Items fürs Hochziehen. Moment, die zieht Crit. Ich würde es gerne. Ja, doch, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, doch. Locker. Und zwar bekomme ich halt. Zum Beispiel bräuchte ich jetzt die Bärengalle dafür, wovon ich ja noch vorhin noch gesprochen habe. Die bräuchte ich jetzt. Habe ich jetzt aber leider nicht. Und zweimal bräuchte ich die. Und dann
halt die Chance, auch ob es klappt, weiß man ja nie. Ich hoffe, wir werden zwei Bärengallen kriegen und ich hoffe, es wird auch klappen. Mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal nächstes Ziel auf Level 12 kommen. Kurz mal wieder roten Trank benutzen. Da sehen wir wieder diese Alpha-Blauwölfe, die sind wirklich, die leben hier alle. Alle. Da sind noch welche. Ich bin es halt nur ein bisschen leid, dass ich hier noch diese, dass ich die hier schon seit circa 10 Leveln alle haue. Immer dieselben. Ändert sich wirklich nichts dran. Aber wie ihr schon gesehen habt, packe ich halt diese weißen Tiger und so noch nicht. Da brauche ich wirklich, da hätte ich wirklich viel mehr auf Vitalität skillen müssen und auch besseres Equipment bräuchte ich. Bessere Waffe. Definitiv bessere Waffe. Aber so geht es jetzt momentan auch schon für den Anfang. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und dann leveln wir einfach mal bei den Bären hier hinten. Die dürften wir jetzt noch leichter kriegen, weil wir haben 114 Verteidigung. Wenn ihr mal überlegt, wir haben bis vor kurzem erst 53 Verteidigung oder wie viel das war gehabt. Das heißt, das hat sich mehr als verdoppelt. Und ja, wunderbar, würde ich mal sagen. Also wirklich, wir halten jetzt auch viel mehr aus. Wie ihr seht zum Beispiel, das hätte ich vorher gar nicht aushalten können. Und die nächste Level 9er. Ui, da haben wir einen Speer bekommen mit 3% auf kritischen Treffer. Habe ich noch gar nicht gesehen. Welchen ich aber nicht benutzen werde, weil er zu langsam schlägt. Den werde ich auch verkaufen. Da bringt mir der Bonus wirklich nichts. Und in der Stadt glaube ich kaum, dass jemand einen 5er Speer plus, also den Speer plus 1 kaufen wird, nur weil er 3% Crit hat. Aber ja, ja. Naja, gut. Ach ja, ab Level 25 werde ich wahrscheinlich dann, also bis 25 muss ich mir richtig gutes Equipment, also Standard-Equipment, 6er-Equipment anschaffen. Und was ich noch brauchen werde, ist das Breite auf plus 6. Damit ich später auf der Reckwiese Rex farmen kann und auf und VMS farmen kann bei den brutalen Spezialisten. Das sind nämlich die Reck und das VMS sind nämlich die 30er Waffen. Die haben diesen Durchschnittsschaden und so, was ich euch ja erklärt hatte, als wir auf dem Schamanen waren, falls ihr euch noch erinnert. Und genau, damit, das sind wirklich Welten auf einmal dazwischen, die man dann im Damage macht. Auf einmal macht man nicht mehr 150, sondern, sage ich jetzt mal, ganz übertrieben, wenn man 40 DSS hat und das Form ist halt auf plus 9. Und das Breite war auch, sage ich jetzt mal, auf plus 9 und macht, sage ich jetzt mal, 400 Damage. Dann machst du mit dem VMS, ja gut, da kommen 40% nochmal drauf, ne, und das macht ja knapp 149. Doch, du machst dann schon wirklich so deine 700-800. Das ist echt schon erheblich viel mehr. Vielleicht laber ich auch Scheiße. Also, wenn es jemand besser weiß, belehrt mich des Besseren. Da muss ich kurz Aura machen. Und die erste Gruppe Trigger, die wir angreifen. Wie ihr schon seht, ist das ein bisschen schwerer. Und die Braunbären zum Beispiel, die auch, also die Hungrigen jetzt, die mit bei den Tigern sind, das habt ihr ja gerade selber gesehen, habe ich nicht gepackt. Aber ja gut. Huch, da ist wohl ein Tiger, glaube ich ist das, im Meer verschwunden. Versunken. Und Level 12. Wunderbar. Ja. Jetzt gehen wir mal wieder auf Aura. Ne, da kommt man nicht hin. Und
Verkaufe Welpenploppen, Welpenbox und Helm. Niedliches Tierjunges zu stecken. Öffne sie uns. Ui. Hat viele Bonis. Und ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Und der nächste Auftrag 12. Hungriger Grauwolf. Nehmen wir doch mal. Die Aufträge sind wirklich halt levelgerecht gemacht. Sprich, mit Level 12 Hungriger Grauwolf, wir haben die schon mit Level 6 oder so geschlagen. 6 oder 7. Und, also das ist wirklich so. Und wir haben ja Equipment. Halt, wie man sieht. Andere Leute haben am Anfang mit Level 12 halt wirklich gar nichts. Aber wirklich komplett gar nichts. Während wir halt viel haben. Also ich find's viel. Für mich ist das viel. Auf jeden Fall suche ich jetzt gerade hungrige Grauwölfe, aber ich bin, glaube ich, in der falschen Ecke. Wobei ich hier noch gut XP sammeln kann. Dann verschieben wir einfach den Auftrag mal ein bisschen. Weil wie ihr seht, 7,4 schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, wunderbar. Ich kann jetzt nur noch sterben. Nein, komm. Wo war das? Wo war das? Wo konnte man hoch? Nein. 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 Lauf, 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 lauf. Dumm Bären. Und die erste Kommandantin verschwindet schon. Trotzdem ziehen sie zu viel. Nee, das wird nix. Das wird nix. Und Loppa Level 12 und Call for Dead 73 sind auch hier. Hungrige Alpha-Grauwölfe. Ich brauche aber hungrige Grauwölfe. Alpha-Grauwölfe und ich will mir mal den Trank, sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ich sehe hier jetzt keine, das ist das Problem. Ach da, da sind ja schon welche. 10 Stück, ja gut, dürfte schnell gehen. Normaler Grauwolf, Alpha Grauwolf. Na, komm. Und dann gehen wir nochmal weiter. Da oben sehe ich auch noch welche. Da sind zwei Gruppen. Sag ich doch, dürfte schnell gehen. Und zack. Und zack. Und hauen wir die mal kaputt. Jetzt würde ich gerne noch eine Gruppe finden. Nee, hier sind keine. Da geht man zurück in die Stadt. Oder muss ich warten, bis welche spawnen? Hoffe ich doch mal nicht. Hungrige Alpha-Grauwölfe. Hungrige Alpha-Grauwölfe. Und hungriger Grauwolf, da sind sie doch. Ja, da gehen wir doch mal hin, ne? Hier und kloppen die hier mit unserem epischen Schwert. Komm, die nehmen wir auch mal dazu. XP. Bringt uns Experienze. Und Auftrag 12 ist abgeschlossen. Wunderbar. Reitkarte erhalten. Du kannst für einige Zeit ein Pony reiten, wenn du die Karte dem Stallburschen zeigst. Ja, das werden wir doch mal machen, wenn wir auf eine weite Reise müssen, aber jetzt nicht. Was gibt's denn sonst noch, was man jetzt zu tun hat, bis auf Level 13 wieder zu leveln? Wir haben 53k, damit könnten wir unser Equipment, ja doch, könnte man wieder ein bisschen was machen, aber ob es sich wirklich lohnt,
Na, bin ich mir nicht sicher, bis aufs Schwert, vielleicht würde sich da was lohnen, wenn man das Schwert nochmal verbessern würde. Und da sehe ich gerade, wie ein Level 20er auf den Mädchen der Schlacht haut. Dann hau ich mal einfach mit, weil ich es kann. Ich glaube, wir dürften auch alleine so ein Mädchen der Schlacht ab Level 15 schaffen. Bei 120 Damage ist echt schon ziemlich gut. Bis halt auf die Tiger, die machen mir ein bisschen Sorgen. Snowman's FB. Fertigkeitsbuch. Ja. Hat er doch mal Glück gehabt. Nehmen wir mal das Young hier auf. Und ja, da unten sind noch Bären. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin Stufe 12, die sind auch 12. Ob ich irgendwie jetzt. Irgendwann muss ich ja schließlich, ne? Hier, Bärengallen kriegen. Da oben sind noch welche, die nehmen wir auch mal. Aktivieren wir Aura. Und Kompositbogen sehe ich gerade. Level 10 der Bogen, ja gut. Kriegt man Geld für, aber. Oh, uiuiuiuiuiui, was ist denn hier los mit den ganzen Speeren? 8 Stärke gibt das nochmal dazu. Zum Vergleich, wir haben jetzt, Moment, eben kurz drauf skillen, 37 Stärke. Rechnet jetzt nochmal 8 drauf. Moment, da gehe ich gleich auch mit drauf. Tut mir leid. Nicht böse sein. Aber. Ich muss da mit drauf. Ganz einfach. Das Prinzip. Er schreibt schon Lass, aber ich bin mal gemein. Weil ihr habt es bestimmt schon bei Celox HD und anderen gesehen, dass zum Beispiel viele Leute mit dem Mädchen klauen und so. Und gerade die Let's Player wehren sich nicht dagegen. Die klauen einfach weiter. Schreiben auch mal Lass oder so und machen es nicht. Diesmal räche ich mich einfach mal als Let's Player. Es geht um Prinzip. Ach. Und erheblich viel Damage macht er ja, wie es aussieht, selber auch nicht. Dann aktivieren wir doch mal den grünen Trank. Und Aura nochmal. Es gibt zwar jetzt nicht sehr viel Experienz, aber. Ja, gut, ne? Tiger hau ich auch mal mit weg. Und was wird sein? Ich höre mal auf zu schlagen. Ein Bambusschwert. Und bin schon gespannt, was er schreiben wird. Nämlich. Nämlich. Gar nichts. Ja, gut. Ich bin gut davon gekommen, ne? Nein, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen klauen. Er wird mir bestimmt jetzt auch klauen. Aber ja gut. Kann ich mitleben. Wird er jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit extra machen, aber kann ich mitleben. Habe ich nichts gegen. Soll er mitmachen? Freue mich schon. Da hinten sehe ich noch hungrige Bären und die packe ich mir auch mal. Ach, hat er aufgegeben? Ja, gut. Und da kommt ein weißer Tiger, was mich nicht erfreut. Was mich ganz und gar nicht erfreut. Aber wie es aussieht, schaffen wir den. Mit den Sperren. Jetzt, das wollte ich sagen, zum Vergleich, wir haben 37 und jetzt rechnet mal 8 dazu, dann haben wir 45 und das gibt jetzt weniger momentan als das hier. 45, Moment, zum Vergleich. Moment, die hau ich mal eben kurz weg.
So, hier kann man noch gut leveln, da bei dem weißen Eid. Da gibt es noch ziemlich wenig weiße Tiger. Ich meine, dass er jetzt nicht angerannt kommt und uns angreift. Natürlich, er muss ankommen und uns angreifen. Und da potte ich mal eben kurz voll. Das ist das Problem. Die weißen Tiger sind aggro. Aggro-Mobs. Das heißt, die rennen einem die ganze Zeit hinterher, bis du sie tötest oder sie dich. Und da hatte ich das Glück, natürlich werden dann Schwarzbären mitten im Gefecht gespawnt, aber ich habe es ja überlebt, wie ihr seht. Ich nehme doch mal das Yang noch mit auf und dann können wir da oben bei dem weißen Eid schon leveln. 45, das heißt, wenn wir es hochziehen würden, würden wir einen erheblich größeren Damage machen. Ob es sich trotzdem.